geht ratzfatz. Der hübsche Ostwind kommt. Der kommt aus dem Osten. Er bringt die Kälte. Der Ost. Der Ossi. Der Ossi. Der Ossi bringt die Kälte mit. Vorsicht. Was denn? Ich bin auch Ossi. Ja, Vorsicht. Beleidigst unsere Rasse. Nein, das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Hallo. Ich will wieder dazu sagen, bevor es wieder... Oh, dein Traktor sieht doch echt... Ei, der Daus. Hm. Muss mal deinen angucken. Also, bei mir ist die Reparatur auch ein Viertel. Nein, das ist nicht dein Ernst, oder? Wolltest du jetzt auch noch meinen Trecker versenken, ja? Du solltest mir vielleicht mal... Mal gucken. Soll ich kommen? Nein, nein, ich mach alleine. So. Wenigstens ist der Graben klein genug, dass er nicht ganz versenkt wird. Aber ich verstehe nicht, warum der da runtergefahren ist. Das ist ein Graben, ne? Ich weiß, was ein Graben ist. Ja, im Himmel. Ich bin zwar blond, aber nicht blöd. Er ist etwas tiefer. Wieso? Hat er nicht angehalten oder was? Ja. Das ist ja nicht die erste Linie, die ich fahre. Also glaubst du es? André ist auch ein Ossi, siehst du. Ja. Dass André einer ist, war mir klar. Da haben wir noch einige hier. Ja. André ist ja gleich bei mir um die Ecke. Trotzdem, ist es egal, ob Ossi oder Wessi oder was auch immer, Mensch ist Mensch. Eben. Punkt. Hallo. Beringer auch. Beringer ist auch Mensch. Und Ossi. Ja, verteidigung. Und hier hält er auch an. Ich weiß nicht, warum der jetzt da drüben nicht angehalten hat. Ich verstehe es nicht. Bestimmt dieser Allradgang, der da schuld dran ist. Wo muss man stehen, damit Norden im Süden ist? Ja! Jetzt kommt es auf die Sicht drauf an. Wo muss man stehen, dass, wenn damit Norden... Egal, wo du stehst. Norden kann nicht im Süden sein. Ich glaube, wir begrenzen uns momentan sichtmäßig auf Deutschland. Wo muss man stehen, damit Norden im Süden ist? Norden kann nicht im Süden sein. Doch, kann. Und die Erde ist rund. In Norddeich. Ich glaube, das überfordert heute meine Kopfaua. Das überfordert mich heute. Norddeich ist bestimmt im Süden. Norddeich an der Heide. Nee, Guru, das überfordert mich heute. Weiß nicht, was da los ist. Vielleicht ist das der Schmerz im rechten Frontallappen. Keine Ahnung. Dieser Frontallappen nur. Ja. Aber der ist es wirklich. Und ich habe heute genießt. Und, ich wusste nicht, was ich schneller machen, niesen oder jammern. Ach, gleichzeitig ging nicht. Da liegt die Stadt im Süden. In Norddeich liegt die Stadt im Süden. Das werde ich überprüfen. Hat sie sich gleich notiert.
überprüft. Das werde ich überprüfen. Wollen wir mal einen Schluck trinken? Ja. Arbeiten, nicht trinken. Obwohl doch. Du darfst einen Schluck Pfirsich-Dingelskirchen, Eistee. Nein. Och. War wieder knapp. Pfirsich ist richtig, aber momentan ist es noch nicht mal Fanta. Dieses Mal ist es Volvic. Pfirsich-Tee. Ich meinte den, den du von Grit gekriegt hast. Ach so, den? Ja, hast du ja stehen lassen, ne? Nein. Würde ich mich niemals wagen, ist schließlich von Grit. Eben. So. Wenn wir auch gerade dabei sind, ich könnte ja auch mal. Wenn wir dabei sind. Ja, Feld 14 abschließen, oder bist du auf Feld 14? Nein, ich bin auf 37. So. Aber die 45% stimmen nicht, ich bin schon über die Hälfte. Also die, ja. die 45% stimmen nicht, ne? Mal ist er schneller, mal ist er langsamer, sag ich mal so. Huch. Kalkstreuer läuft weiter. Ja, wir haben's ja. Deswegen. Glaubst es? Ich hab schon weit über die Hälfte. Ich hab. Ach, was ist das denn jetzt hier? Ey, der betrügt! Ach, dieser Ganove. Der betrügt wirklich! Ja, der ist unmöglich, ist der. Der Programm. Der Spiel, ne? Oh. So, ich bin aber gleich fertig mit der 53. Dann habe ich noch die 61. Prozentual gesehen bin ich schon weit über 50. Guck mal, fertig. Er hängt Angeber. Hinterher, wenn du stehen bleibst, zählt er noch weiter. Angeber, ehrlich. So, abschließen. Ja, so. 57.000. Ey, das ist cool, ne? Mhm. Jetzt, wo das Kalk und Mineraldünger und sowas nichts kostet, das Pflügen auch nicht wirklich was kostet, außer Reparaturkosten, kommt das Geld rein. Kalken, 61. Ich bin fast fertig und er sagt zu 50% abgeschlossen? Da hast du wohl irgendwo was stehen lassen. Niemals! Was ist denn das für ein Scheiß? Da hast du wohl was stehen lassen. Hab ich nicht. Warum sollte ich? Doch. Ich mache meine Arbeit immer gewissenhaft. Nicht damenhaft, aber gewissenhaft. Okay. Okay. Jo. Shit. Werd wohl doch rundherum fahren müssen. Sonst fahre ich hier nämlich gleich durch den Teich. Ich fahre mitten über den Strand. Oh, echt jetzt? Und ich hätte gerne dein Bild. Boah, nervt mich das ab. Kann ich den Strand kalken? Nee, kann ich nicht. Der ist weiß genug. Shit, der Boden ist doof. Und der Anhänger ist voll. 83%, ich bin fertig, ey. Das ist nicht wahr. Ist heute überhaupt nichts los, ne? Sonst sind hier immer ein paar Leutings rumgerannt. Wahrscheinlich Sonntag. Alle zu Hause. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Da. Oh Gott. So. Lost Guide. Oha.
brauche auf jeden Fall eine Reparatur. Oh, fertig. Zu 93%. Hä? Was? Lohndienstleistung auf Feld 37 zu 93% fertig. Aber abgeschlossen. Nein, 100% stehen bei mir. Bei mir stand eben 93%. So, wo muss aber ich jetzt hin? Dann darunter das abgeschlossene. Feld 47. Ist genau gerade runter von unserem Hof. Muss ich hier geradeaus? Ach, da ist eine Ampel. Warte mal. Weißt du, auf welchem Feld ich jetzt bin gerade zum Kalken? Nein. Auf dem Zwiebelfeld. Wo ich gerade vorne alles geerntet habe. Genau. Und das Ding ist, ich könnte wetten, dass die gekalkten Felder auch zu Pflügen auftauchen. Oh. Würde mich nicht wundern, weil gepflügt ist das Ding noch nicht. Ja. Warte mal, jetzt muss ich aber erstmal einmal ganz kurz, das kann ich dir nicht antun. Dein Was Baby so zu lassen, das geht nicht. Das ist ja echt übelster Scheiß. Ja, ich habe das letzte Feld. Danach fahre ich nach Hause und dann wird sauber gemacht. Ja, ich schaffe das Feld nicht. Das kannst du knicken. Das schaffe ich nicht bis Feierabend. Oh, 7 Minuten wird knapp, aber könnte was werden. Ja, das schaffe ich nicht. Das ist aber auch wurscht. Ich will trotzdem nicht, dass der Traktor so aussieht. Ganz ehrlich nicht. Aber wir hatten wir nicht einen zweiten Flug sogar schon gekauft oder hatten wir damals einen gemietet? Nee, wir hatten keinen gekauft mehr. Nee. Wir hatten einen gemietet, ne? Ja. Vielleicht sollten wir einen zweiten Apparat haben. So. Wenn wir nachher nämlich mehrere Felder haben, glaube ich, dann macht sich das ganz gut. Ja, wenn wir zu zweit arbeiten. Weil du bist ja mit deinem Düngenkalken ja doch 1000-mal schneller als ich mit dem Flug, ne? Ja. Das ist hier echt traurig, dass wir hier das Ganze wegmachen. Alles verdorrt und verfault. Das ist echt traurig. Das ist wirklich... Naja. Egal. Feld 47 ist zu 10% abgeschlossen. Ja, ja. Mhm. Aber jetzt ist das schon, jetzt kann man hier vorne auch wieder aus der Scheibe rausgucken. Das ist wirklich schlimm, wenn man nicht aus der Scheibe rausgucken kann, ey. Ja. Und los geht's. So. Tatam. Toll, jetzt zählt er so schnell runter. Ja, manchmal zählt er ganz schnell. Bin ich noch bei weitem nicht, aber ist egal. Manchmal ist er richtig schnell, manchmal. So, Dele, ich wandere. Nee. Was? Mache ich nicht mehr. Früher meinst du? Ja. Okay. Jo. Da bin ich jetzt streng. So. Ach, 4 Minuten. Das könnte ich noch schaffen. Das könnte ja, ich schaff's nicht. Fahr schneller. Fahr schneller. Schneller. Fahr mit 18 km/h. Eigentlich nur 1 km/h schneller wie du. Ja, ja, aber mit einer größeren Breite. Ja, Kalken habe ich, glaube ich, 12 Meter und ich glaube, beim Düngen habe ich sogar 36 oder so. Also es macht nicht die Länge macht, sondern die Breite macht's. Hm. 20 Zentimeter. Niemals. Niemals, Peter. Niemals. No, no, no.
Du kämpfst um jede Minute, ne? So habe ich das letzte Mal mit dem Zwiebelfeld gemacht. Ja. Ich habe noch, also ich muss mindestens noch 2 lange Bahnen hoch und runter. Ja, ein bisschen ran. Dann dürfte ich die 100% voll haben. Da. 84%, sagt er. Komm schon. Nein, nicht so schwer sein hier. So. Shop. Die ganz lange Bahn haben wir fertig. Shop. Was steht da für ein Shop? Aha. Wusstest du, dass das Blinklichtet, dass das blinkt bei dem Shop? Ja. Ich nicht. Das habe ich jetzt das erste Mal gesehen. Das bewegt sich von links nach rechts. Glaube ich sogar. So, eine Bahn dann noch. Ich mache auch noch, ja, noch 2 eventuell, damit ich den Knick wegkriege. Und dann bleibt der Rest fürs nächste Mal. 89%, sagt er hier. Einmal drehen, einmal nochmal zurück. Das dürfte denn schon gewesen sein, dann. 94%. Obwohl, das geht auch so. Oder? Nee, ne? Natürlich. Nee, reicht nicht. Ach komm schon, das schaffst du. 98%. Fertig! Sehr schön. 10% auf zukünftige Felderkäufe. Ab nach Hause. So, ich zieh jetzt noch die Bahn von oben runter und dann bin ich. Kannst du dann zu mir kommen? Boah, es ist genau da drauf, ne? Boah, ist das buckelig. Ist das buckelig. Ist das buckelig? So buckelig, ja. Ja, es ist nervig, weil die Bäume da sind. So. Ab nach Haus. Aber ich hab's mit ein bisschen Überhang, aber ist egal. Lieber so, als wenn wir da einen Streifen haben. Hier ist irgendwo ein Blitzer, glaube ich. Ja, ja, gib ruhig Geld aus. Wusste schon immer, dass du scharf auf mein Geld bist. Das ist der hier hinter der Hecke, wo ich das letzte Mal reingefahren bin. In der 30-Zone. Mhm. Hallo. Ich hab Licht gemacht. So. Ich war gerade hier vorbei. Ja, da kannst du gleich mal rankommen. Denn jetzt. Warte, ich muss die noch schnell putzen hier. Ist Feierabend. Ja, nochmal putzen muss ich jetzt nicht. Ich habe ja alles schicki gemacht. Aber deiner ist absolut keimig hier. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Oha. Cool, bleibt er da vorne an der Ecke stehen, damit er mir ja nicht meinen dreckigen Traktor zeigen muss. Schnell sauber machen, beweisen. Genau. Muss er noch die Dellen ausdellen, ne? Welche Dellen? Ja, ich hab's gesehen. In meinem Traktor? Nein, in meinem, den du fährst.
Welche Dellen? Die zwei Blitzer, die du genau auf der Frontscheibe kratzen musst. Ich hab das genau gesehen. Du auch zwei? Nein. Nee. Ich hab zwei. Ich hab einen, den wieder, der eigentlich in die andere Richtung geblitzt hatte. Ah ja, dann haben wir heute einen summa summarum knapp 100 Euro ver... Jo, ich weiß gar nicht, was ich hatte. Kommst du jetzt hierher? Ach, auch noch raufkommen. Warte. Kuschel? Hi. Was? Was für ein Ding? Was? Komm jetzt hierher. Okay. Noch nicht hin? Nee, noch dichter kann ich nicht. Dann bin ich auf dir. Ich sehe dich nicht, ne? Du siehst mich. Ich stehe genau vor dir. Ich sehe dich. Ich steh genau vor dir. Guck in den Stream. Ich mach Foto. Seht ihr ihn? Ich seh dich nicht. Guck in den Stream, ich lüg nicht. Ja, glaub ich gerne. Ich stehe aber gern. Warte mal, ich steig mal hier in den Trecker. Jetzt seh ich dich. Jetzt seh ich dich. Geht doch. Okay. Ich weiß nicht, warum du uns... Sag mal, hast du bei Miri gelernt, oder was? Ja. Nur bei den Besten. Nur bei den Besten. Wow, Miri, das war jetzt ein Kompliment in deine Richtung. Nein. Du warst heute ein sehr Fleißigen. Ja. Hast du recht gut gemacht und alles schön arrangiert. Du hast in meinem Namen schön viel Geld ausgegeben. Mhm. Gewollt und gekonnt. Bin sehr stolz auf dich. So, reicht.